Willkommen zu Plenum TV, das Magazin. Heute reden wir mit Dr. Förster. Ich grüße Sie, Dr. Förster. Hallo. Sie haben auch einen Vornamen. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn ausspreche. Wie kommt das? Linus wird es geschrieben, aber Linus ist der Sprachgebrauch. Ja, es kommt daher, es ist eigentlich der Junge mit der Schmusedecke von Charlie Brown und Freunden. Daher kommt der Name. Und nachdem das im Fernsehen nie geschrieben wurde, sondern nur ausgesprochen wurde, kam der Linus. Es war nämlich erst der Künstlername, bevor es mein richtiger Name wurde. Getauft bin ich eigentlich auf Heinrich. Und es gab im Bayerischen Landtag dann mal im Zusammenhang bei uns im Ausschuss für Bildung und Jugend bei der Vermeidung von Anglizismen protokollarisch festgehalten, dass der Name nicht Linus, sondern Linus ausgesprochen wird, weil so der zweite Papst hieß. Und jetzt liegt es an Ihnen, ob Sie entsprechend des Landtagsbeschlusses mich Linus nennen wollen oder ob Sie Linus sagen, wie es meine Familie getan hat. Aber das ist ja interessant. Wer legt denn das dann fest? Die Mehrheit im Ausschuss legt dann fest, wie man ihren eigenen Namen auszusprechen. Also wir machten einen Beschluss, wie wir Anglizismen vermeiden. Wir beschlossen, zwei Beauftragte zu haben. Das war damals Bernd Siebler als Jugendpolitischer der CSU und ich für die SPD. Und als Schneider, damals noch Ausschussvorsitzender, das festhalten wollte fürs Protokoll, zögerte er beim Aussprechen des Namens, fragte, ob es ein Anglizismus ist. Das konnte keiner beantworten und eine der anwesenden Rentnerinnen, die diesen Antrag vor allem eingebracht hatten, rief von hinten vor, halten Sie das im Protokoll fest, der Mann heißt Linus, so hieß schließlich der zweite Papst. Verehrte Senioren, unseren Zuschauern, verehrte junge Zuschauer, wir einigen uns jetzt für diese 12 Minuten auf Linus. Sie sind ja schließlich auch Musiker. Übrigens der Erste, der mit seiner Band damals in Russland auftreten konnte, zu Zeiten von Perestroika. Wie kam das? Ja, wir hatten mit unserer Band damals deutschlandweit einen Rockpreis gewonnen gehabt und wurden eingeladen auf das erste Perestroika-Festival nonstop in der Republik Weißrussland in der Sowjetunion. Das war 1988. Als wir dort hingekommen sind, hat unser Bassist erstmal überall die Wanzen und Kameras gesucht. Wir haben sie nicht gefunden, also vielleicht waren wir nicht wichtig genug. Aber es war natürlich eine hervorragende Erfahrung, die mich, glaube ich, mein ganzes weiteres Leben geprägt hat. Wir haben noch 3 weitere Tourneen dort gemacht. Und ich habe damals ehrenamtlich als Stadtjugendring-Vorsitzender in Augsburg dann auch einen Austausch zwischen bayerischen und weißrussischen Bands organisiert. Also ein bewegtes Leben, schon früh begonnen, seit vielen Jahren aber unter anderem Bezirksvorsitzender der SPD in Schwaben. Sie sind im Bayerischen Landtag seit 2003, also seit 11 Jahren. Auch der jugendpolitische Sprecher der SPD. Ja. Und jetzt reden wir aber über aktuelle Tagespolitik und da gibt es reichliche Themen. Also wollen wir gleich mit der Maut einsteigen? Schwaben hat ja auch eine lange Grenze, unter anderem nach Österreich. Wie fühlt man sich denn da in Schwaben im Allgäu jetzt mit dieser Mautdebatte? Was sagen denn die Nachbarn? Also man muss dazu sagen, die Mautdebatte wird bei uns in Schwaben von Bürgermeistern allen Couleurs, also nicht nur den unsrigen, sondern auch Freien Wählern und auch CSU-Bürgermeistern in der Richtung geführt, dass man nicht sonderlich begeistert ist, dass hier diese Maut kommen soll. Man, was ja bekannt ist, fürchtet Einbrüche beim Tagesverkehr. Man hat es sehr positiv aufgenommen, dass dieser kleine Grenzverkehr kein Grenzverkehr mehr war, dass sie eigentlich es keine Rolle gespielt hat, ob sie in Österreich oder in Schwaben eben ansässig waren. Sie sind einfach über die Grenze rüber. Manche haben sogar ihr Kind in einem Kindergarten auf der anderen Landseite draußen. Und das ist einfach... Ja, es wird dort einfach mit sehr viel Unbehagen genommen und es gab auch schon, mein Kollege Paul Wengert hat zum Beispiel dort eine Veranstaltung gemacht, in der das auch sehr massiv kritisiert wurde und wie gesagt über alle Parteigrenzen hinweg nicht für eine gute Idee gehalten. Nun weicht ja dieses Grundkonzept der CSU ein bisschen auf, man redet über Bundesstraßen, die vielleicht frei bleiben oder andere Kompensationsmöglichkeiten, Ausnahmen. Könnte da ein Kompromiss in Sicht sein? Also ich persönlich glaube ja nach wie vor, was ja jetzt auch Unterstützung bekommen hat von unserem Finanzminister, dass sich Dobrindt verrechnet hat. Wenn er Bundesstraßen alle möglichen Ausnahmen macht, verringert sich noch mehr die Möglichkeit, hier Geld herauszuschöpfen. Und ich glaube, dass sich die Maut nicht rentieren wird. Ich glaube, dass es ein großer Fehler war, von der CSU sich auch da so dermaßen drauf zu versteifen. Der immense Widerstand, den die Schwesterpartei CDU auch an den Tag legt, zeigt das meiner Meinung nach deutlich.
Aber ich habe es jetzt natürlich auch leichter. Ich bin Landtagsabgeordneter der SPD und deswegen natürlich kann ich mir diese klare Meinung auch erlauben, weil ich an keinen Koalitionsvertrag gebunden bin. Kommen wir mal vom kleinen Grenzverkehr zum ganz großen Grenzverkehr. Täglich 100, 200, 300, manchmal bis zu 1000 Flüchtlinge und Asylbewerber, die an Bayerns Grenzen oder mitten in Metropolen aufschlagen. Die dringende Suche nach einem dritten funktionierenden Erstaufnahmelager besorgt die Gemeinden, die Kommunen. Und jetzt ist man bei Ihnen in Schwaben fündig geworden. Jawohl, also es soll ja jetzt ein paar weitere Erstaufnahmelager geben. Und man hat sich jetzt bei uns darauf verständigt, dass es ein Grundstück gibt, das dem Freistaat Bayern gehört, nämlich direkt beim ehemaligen Flughafen in Augsburg. Dort könnte man ein Erstaufnahmelager bauen. Es würde dann einen Auftrag an unsere Wohnbaugesellschaft geben, die das baut. Das ist zumindest das, was heute bei uns vor Ort auch die Medien beherrscht hat. Also viel geflogen wird ja da nicht mehr? Nein, also unser Flughafen ist als Flughafen nicht mehr groß im Betrieb. Also falls man meint, dass die Nähe eines Erstaufnahmelagers mit der erfolgenden Abschiebung zu tun hat, dann hat das keinen Grund, dass es am Flughafen landet, wenn Sie mir das so boshafterweise formuliert. Ist denn da schnelle Hilfe zu erwarten, wenn dann erst gebaut wird? Da reden wir doch wieder über ein, zwei Jahre bis da. Also es wird momentan gesprochen, dass das Erstaufnahmelager zumindest in der gebauten Variante Ende 2015 fertig sein könnte. Also es ist auf jeden Fall noch ein Jahr. Also Schwaben oder Augsburg ist ja in mancher Hinsicht Vorreiter in der Integration. Ich erinnere an das tolle Hotel in der Stadt, wo sehr viele Nationen da zeitweise beherbergt werden. Warum ist man jetzt erst in Schwaben dazu gekommen, ein Aufnahmelager anzubieten? Das ist ja doch, also es ist ja so, ich denke, dass es in Schwaben genauso wie in allen anderen Bezirken Bayerns ist. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Verbal ist jeder Bürger dafür, dass man solidarisch ist. Verbal ist jeder der Meinung, dass wir helfen muss. Aber wenn es dann vor Ort darum geht, Räume zur Verfügung zu stellen, eine entsprechende Erstaufnahmelage eben zu bauen, dann sind alle dagegen. Natürlich hat man in Schwaben auch schon vorher geschaut. Ich habe auch mit dem Regierungspräsidenten von Schwaben darüber schon gesprochen. Auf der Suche war man schon lange. Jetzt wäre das natürlich hier mit einem entsprechenden Gebäude, das gebaut wird, natürlich sehr vorteilhaft. Und nachdem die bayerische Staatsregierung beschlossen hat, um von der Casa Hadertauer abzulenken, jetzt das Thema Asyl aggressiv anzugehen, haben sie ja jetzt auch einige Bemühungen präsentiert. Und das Gelände gehört dem Freistaat, oder? Das Gelände gehört dem Freistaat Bayern. Und das ist natürlich vielleicht auch der Grund, dass es jetzt plötzlich ganz schnell gehen kann. Aber ich bin froh, dass die Ministerin, die jetzt für die Sozialfragen zuständig ist, die früher bei mir im Ausschuss für die Europaangelegenheiten als Gesprächspartnerin zur Verfügung stand, das jetzt auch entsprechend angegangen hat. Ich glaube, wir sind hier wirklich in der Verpflichtung, in einem dermaßen Wohlstandsland, wie es Bayern ist, wirklich solidarisch aktiv zu werden und hier nicht nur jetzt sagt, naja gut, wir haben da ein Gelände und das ist weit genug von der Stadt entfernt, wo die Nachbarn dann oft protestieren, aktiv zu werden, sondern dass man jetzt auch wirklich hier versucht, entsprechend wirklich Maßnahmen zu treffen. Schade, weil Sie auch das Hotel Cosmopolitan genannt haben, was wirklich ein hervorragendes Vorzeigprojekt ist, wie Integration auch laufen kann. Es ist natürlich bei solchen Projekten immer auch eine Frage der Finanzierung, weil natürlich wirklich gut gelebte auf der Basis von Nachbarschaftsprojekten oder wie es beim Cosmopolitan ist, dass man sagt, ganz normale Hotelgäste, Menschen, die Asyl ersuchen und Künstler zusammen unter ein Dach zu bringen, ist natürlich immer auch eine kostenspieligere Aktion, als wenn sie einfach eine Kaserne nehmen und dort einfach Bewerber für Asyl einfach unterkasernieren. Verwahren. Ja, Sie sind ja stellvertretender Ausschussvorsitzender im Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten. Von Asylbewerberseite ist zu hören, ihr seid das reichste Land in Europa und geht mit uns am schäbigsten um. Haben Sie da den europaweiten Vergleich? Ist denn so ein ungeheuerlicher Vorhalt? Stimmt das? Also wir haben mit unserem Ausschuss auch mal das Thema insofern angegangen, dass wir zum Beispiel nach Italien gefahren sind, beziehungsweise nach Lampedusa, und uns mal diese
Flüchtlingsaufnahmelager dort angeschaut haben. Es sind ganz schlimme Zustände dort, was natürlich auch nicht unbedingt rechtfertigt, dass die italienische Regierung jetzt einfach Hintertürchen aufmacht. Aber es ist verständlich aus meiner Sicht. Ich bin nicht der Meinung, dass wir am schäbigsten mit den Bewerbern und Bewerberinnen um Asyl umgehen. Aber ich bin der Meinung, dass wir gegenüber den Möglichkeiten, die wir hätten, weit zurückliegen. Wir könnten weitaus mehr tun und vor allem mehr auch diese Menschen als Menschen willkommen heißen. Nicht nur einzusehen, dass diese Menschen einem Krieg entfliehen und irgendwo aufgenommen werden müssen, sondern sie auch integrieren. Also mir ist jetzt dann zum Beispiel sehr, sehr wichtig die Frage von Kindern. Ich meine Kinder, die aus dem Lernprozess rausgerissen werden, die keine Schule besuchen können in dem Zeitraum, die da in solchen Sachen in der Luft hängen, denen tun wir echt auch was an. Und gerade da, denke ich, sollte man viel, viel mehr Angebote machen. Diese Menschen kommen in Not zu uns, aber sie können einfach auch mit uns zusammenleben und wir können auch davon profitieren, können viel lernen. Und die Antragsbescheidfristen dauern ja sehr, sehr lange, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, bis man überhaupt erfährt, ob man bleiben oder gehen muss. Genau, und da denke ich einfach, da könnten wir auch einiges machen, dass dies schneller geschehen kann. Und wir sollten natürlich auch grundsätzlich über die Bedingungen, unter denen dann eben diese Menschen leben müssen, auch diskutieren. Kann man vielleicht auch mit viel Bürgerengagement vor Ort dann einiges bewegen. Da zeigt sich der jugendpolitische Sprecher. Kommen wir zu einem anderen Thema, das der Jugend vielleicht gefallen würde. Es ist eher vielleicht ein Luxusthema. Aber in dem Zusammenhang betrifft es Bayern die Internetgeschwindigkeit. Mhm. Der Ausbau ist der Motor des Wohlstandes, des Fortschrittes, das wissen wir. Wie schaut es denn da in Schwaben aus? Es ist ein sehr hügeliges Gelände, sehr schwierige örtliche Gegebenheiten, das Ding Breitband ordnungsgemäß flächendeckend zu verkabeln? Also wir haben in Schwaben genauso die Flecken wie überall sonst in Bayern, in denen man sich überlegt, ob man nicht doch lieber die Nachrichten per Hand auf dem Fahrrad weiterbringt. Also Scherz beiseite, also wir haben einfach auch noch viel zu viele Bereiche, in denen wir viel zu lange langsame Übertragungen haben. Es sollen schon 1000 bayerische Gemeinden sollen schon dabei sein? Was heißt das? Naja, ich meine, dabei sein kann viel heißen. Die haben sich vielleicht beworben, dass es bei ihnen schneller geht. Für das Förderprogramm 1,5 Milliarden, das sind doch gute Zahlen. Das sind gute Zahlen, aber die Frage ist natürlich immer auch, was wird wie schnell umgesetzt? Ich meine, das Geld ist das eine, die Umsetzung ist das andere. Und was eben das entsprechende Ministerium dazu unternimmt, wieder das andere. Und gut, jetzt kann man natürlich sagen, wir haben jetzt ab sofort auch den digitalen Kommissar in Brüssel sitzen. Oettinger ist ja jetzt auch dafür zuständig. Und wenn ich dran denke, wie wir mit dem Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten Oettinger in Brüssel besucht hatten und er den Kollegen und Kolleginnen der CSU erklärt hat, dass ihre Haltung zur Windenergie jetzt nicht unbedingt zu einer schnellen Umsetzung der Energiewende beiträgt, so hoffe ich, dass vielleicht Oettinger auch der bayerischen Staatsregierung erklären wird, dass es dringend notwendig ist, dass nicht nur Geld zur Verfügung steht, sondern dass dieses Geld auch verbaut wird, dass es entsprechend schnell vorangeht, dass man entsprechende Initiativen und Programme eben auch umsetzt. Und das erwarte ich natürlich auch für Schwaben, weil auch in Schwaben ist es wie überall sonst in Bayern absolut notwendig, dass wir schnell große Datenmengen übertragen können. Und das ist eben nicht überall möglich. Was wäre denn der größte Deal in dieser Legislatur für Sie aus der Sicht der schwäbischen SPD? Puh, das ist jetzt eine Frage, das müsste jetzt eigentlich wie aus der Pistole geschossen kommen, aber es gibt so viele kleine Baustellen und ich finde ehrlich gesagt das Arbeiten an kleinen Baustellen eben sehr, sehr wichtig. Also wie gesagt zum Beispiel der ländliche Raum, wir haben auch in Schwaben hier entsprechend Probleme, Dinge, die man angehen kann. Als Augsburger sage ich natürlich auch, ich habe das Gefühl, dass unsere Stadt Augsburg in einigen Punkten hinterherhinkt als drittgrößte Stadt in Bayern. Also es gibt da mehrere Dinge, die mir jetzt so einfallen würden. Keine großen Deals so ungefähr, sondern wirklich kleine, solide Arbeit. Dr. Leines Förster, der jugendpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag. Ich bedanke mich fürs Dasein. Vielen Dank. Das war Plenum TV, das Magazin für Schwaben.